Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Ja, hier habe ich ein Set, das hat uns Nervensäge im Auftrag zugeschickt. Weil es das hier bei uns nirgendwo gibt, haben wir gesagt, besorg uns das. Und das kam dann auch an. Das ist von Kids Bricks. 150 Teile, der Funpark. 5 plus. Und hat gekostet 3 Euro. 3 Euro. So, jetzt kommt Sarkasmus. Da kann sich dann irgendwo jemand, das ist irgend so ein Hersteller aus Europa, der ist da wesentlich günstiger, ne? Ja. 2,99 für ein Bodybag. Hier ist ein Karton drumherum. So, das ist die ganze Geschichte von dem Funpark. Ich bin gespannt. Ich werde es jetzt aufpassen. Aufpassen, soll ich schon aufbauen. Mensch, ich laber einen Stuss. So, dann wollen wir mal schauen. Kartons auf. Leer. Den stelle ich mal dahin, damit ihr seht, was abgeht. Bauanleitung, Aufkleber, klar, bei dem Set, also ich bitte euch, da kann man keine Drucke machen. Man könnte schon, aber dann bleibt nichts mehr übrig. Bei 3 Euro, da bleibt nicht viel übrig. Sehr gut, in Bunt und in Farbe. Ja, man kann alles erkennen. Dann brauchen wir mal unser Härchen. Eine Böhr, ein Böhr. Ja, dann wollen wir mal anfangen hier, ne? Ich tue die anderen Sachen auch mal gleich auf den Ausladen. So, da scheinen die Figuren drin zu sein. Packen wir mal an die Seite. Und hier sind auch ganz lustige Sachen drin. So. Diese Tüten kommen bei uns in die Entsorgung, also in den gelben Sack oder gelbe Tonne, je nachdem, was ihr vor der Hütte stehen habt. Und nicht in den Wald. Ich kriege Ärger mit dem Förster. Den kennen wir übrigens. Der ist auch Kunde hier. Und der ist ganz lieb, der ist ganz nett. So, dann wollen wir mal beginnen. Ach so. Wo habt ihr das Teil versteckt? Es liegt zu wenig auf dem Tisch. Da ist es. Natürlich in der Tüte. So. Jetzt das Innenteil. Da. Da kommt jetzt der Schraubwapse da drauf. Ne? Oder? Nee. Nee. Das Ding und... Ach, zweimal kommt er drauf. So, und nun der Schwarze. Thank you.
So, der Park ist aufgebaut. Ich finde es toll für das Geld. Für 3 Euro. Okay, Aufkleber muss sein, weil bei dem Preis, da läuft da soweit nichts. Ja, dann würde ich doch mal sagen, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob das zu teuer ist mit 3 Euro oder ob das okay ist. Also ich finde es einwandfrei in Ordnung. Ja, also wenn einer sich nicht so aufbaut, in 30 Minuten ist es für einen Klemmer geschafft und ein Kind wird wahrscheinlich fast eine Stunde beschäftigt sein und wird dann wahrscheinlich happy ohne Ende sein. Wie gesagt, schreibt es uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann würde ich sagen, das war's für heute und wir verabschieden uns mit wir sehen uns im nächsten Video. Tschöle und auch Tschöle von Christian.